Willkommen auf der Internationalen Raumstation. Eines unserer technologisch faszinierendsten Experimente ist das Cold Atoms Lab und es ist eine Zusammenarbeit von deutschen und amerikanischen Wissenschaftlern. In der Anlage wird ein künstliches Vakuum erzeugt, in dem alle Luft aus dem System gepumpt wird, bis kaum noch Materie vorhanden ist. In diesem Vakuum können dann die wenigen noch vorhandenen Atome bis fast zum absoluten Nullpunkt auf minus 273,15 Grad Celsius abgekühlt werden. Und unter diesen extremen Bedingungen bilden die Atome ein Bose-Einstein-Kondensat. So ein Kondensat besteht aus mehreren tausend Atomen, verhält sich aber wie ein einziges Riesenatom. Dies eröffnet uns einzigartige Einblicke in die Welt der Atome und Moleküle, die uns ansonsten verschlossen bleiben würde. Neben der Grundlagenforschung gibt es verschiedene zukünftige Anwendungsgebiete dafür. Zum Beispiel für exaktere Längen- und Zeitmessverfahren, zur Messung von Gravitationswellen oder zur Entwicklung von Quantencomputern. Zudem sollen damit auch neue Erkenntnisse über Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie gewonnen werden. Viele Grüße von der Internationalen Raumstation und bis zum nächsten Mal.